entführe, dann ist die 9. Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaften um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen. Dieser Versager, dieser Schmarotzer. Ein paar Vanille Faulpelz! Eine große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Sie einen Angriff, wenn es sei unwahrscheinlich. Ich will Federn sehen! Was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Aber er wird niemals kapitulieren. Mein Führer, wenn es in Berlin zur Schlacht kommt, wir werden kämpfen bis zum letzten Mann. Aber es sind noch über 3 Millionen Zivilisten in der Stadt. Die müssen evakuiert werden. Ich verstehe Ihre Politik. Von Gangeren alle höheren Offiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fegelein! Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Ich verbitte mir diesen Ton. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Zwei baubereite Mauerschützner! Ein, die anderen! Ja, 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 ja! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Ja, vielleicht zum Tod! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann entlösen wir die Westfront. Haben Sie noch zwei Fehler neue Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt! Bitte, lassen Sie mich mit Ritter von Greim und Fräulein Rötschel ein. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Holen Sie mir Fegelein! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Volltreffer! Sofort! Der Russe steckt 5 Kilometer vom Stecker! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Siehst du? Das heißt! Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Dann suchen Sie ihn! Ich will Fegelein sehen! Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen! Ich muss hier... Niederträchtiger, treuloser Feigling! Weil die anderen, ja, 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 ja! Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ich will sofort verbrechen! Sie wissen, dass Berlin unter Artilleriefeuer liegt, nur um zu lernen, wie man mit ihr! Wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen Berlin verlasse, irren Sie sich gewalt, mein Führer. Was soll das heißen? Sie können Fegelein nicht finden. Verrat! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist in 2000 Haufen! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Keiner hier kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Sie haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Die Feindkräfte übersteigen unsere Mannschaft um ein Zehnfaches. Wenk soll mit der 12. Armee die Sache unterstützen.
Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Warum sagen Sie es ihm dann nicht? Oder hat uns darin hindern, selbstständig zu denken? Er ist nicht in der Bunkeranlage. Wenn er sich ohne Befehl entfernt. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Und dann ausgerechnet Himmler! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Wie bitte? Was hat er danach gemacht? Allein dafür müsste man ihn an die Wand stellen. Dann entlösen wir die Westfront des Schamorphinist. Hat die Korruption in unserem Staate möglich gemacht. Das sind doch alles hohle Phrasen. Wir müssen jetzt handeln. Sonst haben wir jede Chance verspielt. Die letzte Kanakerbinger. Keine Engel kann ihn ersetzen, keiner. Der Führer ist der Führer. Was ist los? Hört auf die Schießerei! Der Zeitpunkt ist da, wir sollten schon mal gewählt. Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Ich verbitte mir diesen Tod von euch. Ich muss hier weg. Ich verbitte mir diesen Tod. Er reicht so ein Schiff. Denk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen. Ich hab das einmal mitgemacht. Das reicht. Dann nehmen wir Schiff nach Westen Richtung Elbe. Und werden die Stadt bis zum letzten Atemzug gegen die Roten verteidigen. So ein Schiff hier weg. Meins des deutschen Volkes. Ich will jetzt sofort wissen, ob die Gesamtlage es wahrscheinlich macht, dass Wenk noch eingreifen kann. Was soll das heißen? Sie können die Felge lang nicht finden. Dann suchen Sie ihn. Ich will Felge lang sehen. Sofort. Der Führer hat jeglichen Sinn für die Realitäten verloren. Drei Armeen, die beim Brand bereitstehen. Absolut nichts entgegenzusetzen! Das soll auf niederbissen lassen. Nein, oben. Zentrum von Berlin steht unter Artilleriebeschuss. Sie erwinden eine Eisenbahnbrücke über die Oder. Aber wir müssen noch da eiskalt sein. Ha, ha, ha! Sie ohne Ehre! Aber Sie haben es doch selbst gehört, er will nicht mehr führen. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage. Die wenige Stunde, die ich noch als deutscher Reichskanzler zu leben habe, werde ich nicht dazu benutzen, meine Unterschrift unter eine Kapitulationsurkunde zu setzen. Dann scheint die Armee kehrtbar. Na prächtig. Und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Verrat! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Was hat er daraus gemacht? Allein dafür müsste man ihn auf die Wand stellen! Zum Teil gelungen, die Front im Breitbandformation zu.
Zeitpunkt ist da, wir sollten das Spektakel beenden. Tun Sie, was Sie wollen, das waren exakt seine Worte. Das sind doch alles hohle Phrasen! Wir müssen jetzt handeln! Sonst haben wir jede Chance verspielt. Ich verbitte mir diesen Ton. Wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Unwahrscheinlich, dass Wenk mit seinen wenigen Verbänden der Roten Armee... Wenk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Wie bitte?